Herzlich willkommen zum Einführungsbeispiel mit dem Thema ebenes Fachwerk. Zunächst kurz drei Anmerkungen, bevor wir uns dann das Beispiel, was wir hier in diesem Fall bearbeiten werden, uns angucken. Also in einem ebenen Fachwerk gibt es an jedem Knotenpunkt nur zwei Freiheitsgrade. Ja, diese Freiheitsgrade sind in der XY-Ebene die Verschiebung U und V. Verschiebungen U und V. Verschiebung in Z-Richtung und Verdrehung sind nicht vorhanden. Ja, also tatsächlich an jedem Knoten nur die zwei Freiheitsgrade in U und V, zwei Verschiebungen in jeweils X- und Y-Richtung. Okay, jetzt gucken wir uns das ebene Fachwerk, was wir in diesem Beispiel betrachten wollen, an. Also es sind insgesamt drei Stäbe, die hier als Elemente bezeichnet werden. Also hier, das sind unsere drei Elemente. Hier unten steht es auch, das sind unsere Elementnummern. Ja, jeder Stab wird einem Elementnummer zugewiesen. Dann beziehen wir uns am Ende auf drei globale Knoten. Diese globalen Knoten sind diese hier. Ja, Knoten 1, 2 und 3. Ja, 1, 2, 3, globale Knotennummern des Gesamtsystems. Jeder Stab hat auch lokale Knotennummern. Das müssen wir uns einmal hier angucken. Ja. Der erste Stab hat hier lokale Knotennummer 1, lokale Knotennummer 2. Das ist für den ersten Stab. Für den zweiten Stab lokale Knotennummer 1, lokale Knotennummer 2. Dritte Stab, lokale Knotennummer 1, lokale Knotennummer 2. Ja, das sind die lokalen Knotennummern. Die globalen Knotennummern und die Elementnummern sind hier in dem Fall auch nochmal eingetragen. Okay, gucken wir uns noch weiter an. Was haben wir noch gegeben? Wir kennen von dem Fachwerk, von jedem Stab jeweils die Steifigkeit 2a für den ersten, fürs ersten Stab und die Länge 5a. Der zweite Stab Länge 4a, Steifigkeit ea. Der dritte Stab Länge 3a, Steifigkeit 3ea. Gut, dann haben wir eine Kraft, die angreift, sonst nichts. Das ist diese hier oben. Das ist unsere Kraft, die hier an dem Stab angreift. Und was auch noch wichtig ist, sind diese Festhaltungen hier. Hier haben wir also einen in horizontal und vertikale Richtung gehalten und hier in vertikale Richtung gehalten. Okay. Dann fangen wir mal mit der Bearbeitung an oder gucken wir uns vorweg nochmal das Ganze detailliert an. Also einmal die Elementkoordinaten. Ja. Wir fangen immer in dieser Richtung, geht jetzt unser lokales Koordinatensystem jeweils für die einzelnen Stäbe. Das haben wir auch schon hier gesehen, weil wir immer den Knoten 1 zu Knoten 2 haben. Ne? Deswegen war klar, dass die lokale Richtung immer so läuft. Die Knotenverschiebung haben wir gesagt, an jedem Knoten haben wir die Freiheitsgrade in Richtung U und V. Das sind genau die, die wir jetzt hier sehen. Ja, also hier am Knoten 2, hier am Knoten 1, ne, immer Verschiebungen in U und V-Richtung und hier noch am Knoten 3. Ne, also Knotenverschiebung. Und Knotenkräfte, das sind genau die gleichen, die zeigen genau in die gleiche Richtung wie unsere Knotenverschiebung. Ja, also Knotenkräfte, Knotenverschiebung zeigen in die gleiche Richtung. Gut, dann was sollen wir machen? Wir sollen zum einen die Knotenverschiebungen berechnen, dann die Auflagekräfte und dann die Stabkräfte. Okay, fangen wir an, indem wir erstmal die Steifigkeitsmatrix des Systems aufstellen. Ja, als erstes müssen wir dafür aber die Steifigkeitsmatrix eines jeden Fachwerkstabes im lokalen Koordinatensystem aufstellen. Also Elementsteifigkeitsmatrix des Fachwerkstabes im lokalen Koordinatensystem. Wir haben bei einem Fachwerkstab nur Normalkräfte. Da erhält man ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfache Elementsteifigkeitsmatrix. Ob das so einfach ist, werden wir dann noch feststellen. Gut, dann hier nochmal grundsätzlich bei einem Fachwerkstab. Wir legen eine lokale Richtung fest. Wir gehen von Knoten 1 zum Knoten 2. Das sind immer lokale Knoten.
Verschiebungen sind immer in Richtung der lokalen x-Richtung positiv und genauso die Kräfte in lokaler x-Richtung positiv. Die Schnittgrößen, da ist es aber nicht so, sondern wir definieren die Normalkräfte immer positiv, wenn sie Zugkräfte verursachen. Das heißt, hier stimmt die Normalkraft mit F2 lokal überein. Auf der linken Seite stimmt die Normalkraft nicht mit F1 lokal überein, sondern zeigt genau in die entgegengesetzte Richtung. Ja, also hier an den Stabenden greifen die Stabkräfte F1 lokal und F2 lokal an. Diese sind in Richtung der Koordinate x lokal positiv definiert. Nur über die Gleichgewichtsbedingungen, Werkstoffbeziehungen und die kinematischen Beziehungen ergeben sich die Knotenkräfte in Matrix-Schreibweise, wie in der Vorlesung hergeleitet zu. Gucken wir einmal kurz in der Vorlesung. Da haben wir das hier aufgeschrieben. Ja, hat Herr Albert hergeleitet mit Ihnen. Wir nennen die Knotenkräfte jetzt nicht P1 und P2, sondern F1 lokal, F2 lokal, weil wir noch aufs lokale Koordinatensystem das bezogen haben. Aber ansonsten nehmen wir jetzt genau diese Formel, die hier hergeleitet ist. Okay, also schreiben wir auf. F1 lokal, F2 lokal ist gleich E mal A durch L mal die Matrix 1 minus 1 minus 1 1 mal U1 lokal, U2 lokal. Und dann haben wir hier Kurzschreibweise FE lokal gleich KE lokal mal UE lokal. Mit KE lokal steht drunter einfach dieser Bereich. Das hier, das ist unser KE lokal. Okay, hier ist eine ganz wichtige Gleichung, die sollten Sie auf jeden Fall am Ende dieses Beispiels irgendwie verinnerlicht haben. Und zwar ist F gleich K mal U. Also Kraft ist gleich Steifigkeit mal Verschiebung. Ja? Kraft gleich Steifigkeit mal Verschiebung. Gut. Ja, KE lokal, Elementsteifigkeitsmatrix des Fachwerkstabes in lokalen Koordinaten. So, jetzt wollen wir für das zu berechnende ebene Fachwerk die Elementsteifigkeitsmatrizen für das lokale Koordinatensystem aufstellen. Ja, fangen wir an mit Stab 1. Also K1 lokal ist gleich die Steifigkeit EA, ne, Steifigkeit EA durch die Länge des Stabes. Ja, gehen wir nochmal nach oben und gucken uns das an. Wie war das bei dem Element 1? Das Element 1 hat eine Steifigkeit von 2EA und eine Länge von 5A. Ja, also 2EA durch 5A. Schreiben wir das auf. 2EA durch 5A Matrix 1 minus 1 minus 1, 1. Gut, 2 durch 5 ist 0,4 habe ich jetzt mal so umgeschrieben. Kann man natürlich auch so stehen lassen. Okay, dann das Ganze für Stab 2. Also K2 lokal. Auch hier gucken wir oben nochmal nach, was wir für Abmessungen haben. Element 2 ist hier. Dieses Element hat eine Steifigkeit von EA und eine Länge von 4a, also EA durch 4a. Durch 4a wieder 1 minus 1 minus 1, 1 gleich 0,25 EA zu a. Wir können euch auch ein Viertel stehen lassen, ist egal. 1 minus 1 minus 1, 1. Okay, dann noch für den Stab 3, also K3 lokal,
Gucken wir auch hier nochmal nach. Element 3 hat eine Steifigkeit von 3a und eine Länge von 3a. Gut, also 3EA durch die Länge von 3A, 1 minus 1 minus 1, 1 gleich E mal A durch A, 1 minus 1 minus 1, 1. Gut, also das sind die Elementsteifigkeitsmatrizen für das lokale Koordinatensystem. Ja? Und jetzt gucken wir mal, wie wir das Ganze auf das globale Koordinatensystem transformieren können. Also Koordinatentransformation auf das globale Koordinatensystem. Ja, als erstes Transformation der lokalen Elementsteifigkeitsmatrix in die globale Elementsteifigkeitsmatrix. Herleitung gab es in der Vorlesung letzte Woche. Gucken wir einmal rein. Das ist jetzt hier. Das hier von lokalen Koordinaten, globale oder von global nach lokal umzurechnen, haben wir hier, dann schreiben wir einmal auf, also U lokal, V lokal ist gleich Cosinus Alpha, Sinus Alpha, minus Sinus Alpha, Cosinus Alpha mal UV. Also einfach die Verschiebung in lokalen Koordinaten ist Transformationsmatrix mal Verschiebung in globalen Koordinaten. Ja, und wir haben jetzt für das ebene Fachwerk nur Verschiebung in lokaler U-Richtung. Ja, sonst nichts. Ja, in V-Richtung geht nicht. Wir gehen nur in lokale U-Richtung. Es gibt keine. Und nochmal hier, ne? Nur Verschiebung in Richtung U, nicht senkrecht zum Stab, verschiebt sich nichts. Das heißt, das Ganze vereinfacht sich nochmal. Wir haben hier also U lokal, V lokal ist gleich Cosinus Alpha, Sinus Alpha, 0, 0 mal U, V. Ja. Also steht da, wenn man das ausmultiplizieren würde, U lokal ist gleich Cosinus Alpha mal U plus Sinus Alpha mal V und V lokal ist 0 mal U plus 0 mal V, also V lokal gleich 0. Zusammengefasst ergibt sich dann für einen Fachwerkstab, also für die zwei lokalen Koordinaten, also U1 lokal am Anfang und am Ende, U2 lokal, ergibt sich dann Cosinus Alpha, Sinus Alpha, 0, 0, 0, 0, Cosinus Alpha, Sinus Alpha, mal U1, V1, U2, V2. Okay, und das können wir dann auch so schreiben, UE lokal gleich Transformationsmatrix mal UE. Okay, also das ist jetzt für einen Fachwerkstab. Ist das die Umrechnung mit der Transformationsmatrix von globalen in lokalen Koordinaten? Okay, jetzt gucken wir uns das für den Stab 1 einmal an. Sinus Alpha rechnen wir aus und Cosinus Alpha rechnen wir aus. Gehen wir nochmal kurz in die Aufgabenstellung, wie sieht das Ganze aus? Es geht jetzt für den Stab 1, ist das unser Winkel Alpha. Und wenn wir Verschiebungen in die globale Richtung haben wollen, müssen wir einmal Gegenkathete durch Hypotenuse für den Sinus, also 3a zu 5a. Das ist einmal hier. 3a zu 5a ist für den Sinus und für den Cosinus haben wir 4a zu 5a.
Also Sinus Alpha ist gleich 3a zu 5a gleich 0,6. Cosinus Alpha 4a zu 5a gleich 0,8. Gut, das heißt, U1-Lokal, U2-Lokal gleich. Und jetzt setzen wir einfach hier in die Matrix hier, setzen wir jetzt einfach für Cosinus Alpha und Sinus Alpha 0,6 und 0,8 ein. Also Cosinus Alpha 0,8, Sinus Alpha 0,6, dann die beiden Nullen. Hier die zwei Nullen, Cosinus Alpha 0,8, Sinus Alpha 0,6. Und jetzt schreiben wir nicht einfach hier U1, V1, U2, V2 ab, sondern wir gucken nochmal, wie das mit den lokalen und den globalen Koordinaten zusammenhängt. Ja? Und zwar ist es so, dass vom Stab 1, der lokale Knoten 1 am globalen Knoten 2 ist. Und dass der lokale Knoten 2 am globalen Knoten 1 ist. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich von lokal 1 nach global 2 umrechnen. Ja. Das heißt, hier steht jetzt U2 V2 für U1 lokal und U1 V1. Wir könnten auch natürlich U2 lokal nach oben schreiben und U1 lokal nach unten. Das ändert an der Matrix aber hier überhaupt gar nichts. Ja? Die Matrix ist die gleiche. Dann haben wir hier halt U1, V1, U2, V2. Ja, das ist, weil wir natürlich beides getauscht haben. Ja? Wir haben die lokalen und die globalen Koordinaten U1 und 2 jeweils getauscht. Ja, hier unten drunter steht es auch nochmal, der lokale Knoten 1 gehört zum globalen Knoten 2 und der lokale Knoten 2 zum globalen Knoten 1. Ja, und deswegen mussten wir das hier in dieser Form aufschreiben. Gut, dann, das war die Transformation der Verschiebung, ja, für den Stab 1. Jetzt kommt Transformation der Kräfte. Und da gab es auch eine Herleitung in der Vorlesung. Kommen wir auch nochmal. Da sehen wir diese Matrix hier zur Umrechnung von lokalen in globale Koordinaten. Die schreiben wir jetzt nochmal auf. Also steht da fx, fy gleich Cosinus Alpha minus Sinus Alpha, Sinus Alpha, Cosinus Alpha. Mal fx lokal, fy-lokal. Ja, das war jetzt einfach nur abgeschrieben, das was letzte Woche in der Vorlesung schon gezeigt wurde. Und jetzt ist es so, dass für das ebene Fachwerk nur Kräfte in lokaler x-Richtung möglich sind. Und deshalb bekommen wir folgendes. Fx, fy ist gleich Cosinus Alpha 0. Sinus Alpha 0, fx lokal, fy lokal. Okay. Dann fassen wir das wieder zusammen und schreiben für einen Fachwerkstab das Ganze auf. Das heißt, wir haben hier fx1, fy1, fx2, fy2. Gleich Cosinus Alpha, Sinus Alpha 0, 0 und hier steht 0, 0 Cosinus Alpha, Sinus Alpha. Und hier hinten steht fx2 lokal zu fx1 lokal
Das gilt für den Fachwerkstab, den wir haben. Allgemein gilt natürlich, ich schreibe mal, wie es allgemein ist. Allgemein ist natürlich FX1 und FX2. Es kommt immer darauf an, welche Koordinaten, also welche globalen Koordinaten zu welchen lokalen Koordinaten gehören. Ne? Davon sind natürlich die Durchnummerierungen hier abhängig. Also haben wir hier nur Kräfte in X-Richtung. Ne? FY lokal ist gleich 0. So, dann Kurzschreibweise FE ist gleich Transformationsmatrix. Schreibt mal schon mal hin, T hoch T, die transponierte also. FE lokal. Ja, wir können die gleiche Transformationsmatrix nehmen, die wir gerade hatten, und transformieren die. Wir gucken nochmal hier, welche Transformationsmatrix hatten wir vorhin? Die war Cosinus Alpha Sinus Alpha 0, 0 und 0, 0 Cosinus Alpha Sinus Alpha. Transponieren heißt Zeilen Spalten tauschen. Das heißt, die erste Zeile ist jetzt meine Spalte. Ja, also Cosinus Alpha Sinus Alpha 0, 0 ist meine erste Spalte. Passt. Gucken wir bei der zweiten Spalte und Zeile. Hier ist die zweite Zeile 0, 0 Cosinus Alpha Sinus Alpha. Und hier ist es auch 0, 0 Cosinus Alpha Sinus Alpha. Und das ist die transponierte Matrix von der Transformationsmatrix, also Transformationsmatrix transponieren. Gut, also haben wir auch gesehen, wie wir die Kräfte umrechnen von lokal zu global und andersrum. Ja, hier steht es nochmal. Transformationsmatrix der Kräfte ist die transponierte der Transformationsmatrix der Verschiebung. Grundsätzlich immer F gleich K mal U. Das war diese Grundgleichung, die ich am Anfang gesagt habe. Also die müssen Sie können am Ende. FE lokal ist gleich die Steifigkeit, also KE lokal mal UE lokal. So, wenn ich jetzt aber das Ganze nicht in, also mit globalen Verschiebungen machen will. Ich will mit globalen, oder ich will die Kräfte erstmal in das globale Koordinatensystem umrechnen. Ja? Das heißt, ich möchte nicht FE lokal haben, sondern ich möchte FE haben. Was muss ich dann machen? Ich setze einfach hier FE lokal ersetze ich durch KE lokal mal UE lokal. Ja, steht ja, ja. FE ist gleich K mal U. Gut, also das heißt, da steht FE ist gleich die transponierte der Transformationsmatrix mal, jetzt ersetze ich, also mal KE lokal mal UE lokal. So, Berechnung der Kräfte bei gegebenen globalen Verschiebungen. Ja, gerade haben wir die Kräfte umgerechnet in das globale Koordinatensystem. Jetzt sind es globale Verschiebungen. Ja, wie machen wir das? Wir haben hier oben einmal gezeigt, wie man UE lokal rechnet. UE lokal ist T mal UE. Das heißt, wir ersetzen jetzt UE lokal durch T mal UE. Also dieses UE-Lokal wird jetzt ersetzt. Am besten nehme ich mal eine andere Farbe, damit man das noch. Also dieses UE-Lokal ersetzen wir jetzt durch das T mal UE. Und dann steht da FE ist gleich T transponiert mal KE-Lokal. Mal T mal UE. Und das bedeutet, da steht wieder nichts anderes als FI gleich, also Kraft ist gleich Steifigkeit mal Verschiebung und jetzt in globalen Koordinaten. Und wir haben die Elementsteifigkeitsmatrix jetzt für das globale Koordinatensystem. Das ist also KE gleich transponierte der Transformationsmatrix. Mal unsere lokale Elementsteifigkeitsmatrix, mal die Transformationsmatrix. Gut, das wollen wir jetzt
für den Stab 1 uns anschauen. Also, jetzt kommen wir zum Punkt Berechnung der Elementsteifigkeitsmatrizen und der Gesamtsteifigkeitsmatrix. Für Stab 1 heißt das, wir nehmen die Transponierte der Transformationsmatrix, die steht hier. Schon, wie man das macht, wir transformieren einfach die Transformationsmatrix, die haben wir schon hier gezeigt. Ne? Also das war unsere Transformationsmatrix für Stab 1. Die transponieren wir jetzt. Also 0,8, 0,6, 0,0 in die erste Spalte und in die zweite Spalte das gleiche. Das ist also T transponiert. Ja? Also T transponiert. Das hier ist T. Und das, was wir hier sehen, das hier, das ist KE lokal. Das haben wir auch schon vorhin berechnet. Das war hier ganz am Anfang. Die brauchen wir jetzt gleich alle nochmal. Das war das hier. Ja? Also hier haben wir K1 für das lokale Koordinatensystem bestimmt. Okay. Ja, also wir setzen jetzt einfach ein. T transponiert mal KE lokal mal T. Gut, jetzt müssen wir Matrixmultiplikation durchführen. Ich habe das hier mal ausführlich aufgeschrieben, mit dem Falk-Schema hier multipliziert. Also wir multiplizieren die Matrix 1 minus 1 minus 1, 1 mit T. Ja? Kommt dieses Ergebnis raus. Das ist also KE lokal mal T. Und dann nehmen wir T hoch T mal das, was wir hier ausgerechnet haben. Also das rote hier setzen wir hier ein. Und T transponiert das, was wir hier haben. Das setzen wir jetzt hier ein und multiplizieren das. Ja? Und wir bekommen als Ergebnis unsere Elementsteifigkeitsmatrix, bei der wir allerdings noch darauf aufpassen müssen, dass dieses 0,4 mal E A durch A noch davor kommt. Aber ansonsten ist das erstmal unsere Elementsteifigkeitsmatrix, die wir ausrechnen. Das Ergebnis, was da rauskommt, das schreiben wir hier auf. Also das ist unsere Elementsteifigkeitsmatrix in globalen Koordinaten. Das ist die Umrechnung von der lokalen Elementsteifigkeitsmatrix in die globale Elementsteifigkeitsmatrix gewesen. Ja. Jetzt multiplizieren wir die 0,4 rein, ja, und bekommen diese Matrix. Und wir wissen schon, Grundgleichung, die wir jetzt schon können, F gleich K mal U, Kraft gleich Steifigkeit mal Verschiebung. Das heißt, wir packen hier hinten einfach nochmal den Vektor der Verschiebung U1, V1, U2, V2 hinten dran. Ja. Und können jetzt unsere Steifigkeitsmatrix, das ist noch nicht die Gesamtsteifigkeitsmatrix, das ist ja erstmal nur aus dem ersten Element, aber wir tragen das in die, am Ende, die zur Gesamtsteifigkeitsmatrix führen wird, ein. Also Fx1, Fy1, Fx2, Fy2, Fx3, Fy3 ist gleich E mal A durch klein a. Und jetzt tragen wir es ein. Und zwar führen die globalen Verschiebungen U1, V1 zu globalen Kräften V1, V2 und die lokalen Verschiebungen, der globalen Verschiebung U2, V2 zu globalen Kräften X2, Y2. Das heißt, wir tragen das in die ersten vier Zeilen und ersten vier Spalten ein, die Matrix. Das werden wir bei den nächsten nicht machen, das sehen Sie dann. Ja, aber hier ist es so, dass wir die globalen Knoten 1 und 2 haben und deswegen kann man das so eintragen. Also 0,256, 0,192, minus 0,256, minus 0,192 und die nächsten zwei sind 0. Also einfach komplett das oben abschreiben.
und den Rest mit Nullen erstmal füllen. Ja. Und hier unten, das sind auch alles Nullen. Gut. Dann das Ganze noch mit den Verschiebungen. U1, V1, U2, V2, U3, V3. Da kommen jetzt gleich noch die Steifigkeitsmatrizen, werden wir gleich noch einmultiplizieren, von den anderen beiden Stäben bzw. Elementen. Okay, gucken wir uns das für Stab 2 an. Da haben wir einmal wieder die Steifigkeitsmatrix in lokalen Koordinaten. Das ist dieser Teil hier. Das finden wir hier, ja, das hier. Und jetzt brauchen wir noch die Transformationsmatrix. Wie war das noch? Cosinus Alpha und Sinus Alpha brauchen wir. Gucken wir uns den Stab 2 nochmal in der im Ausgangsfachwerk an. Der Stab 2, der hat ja gar keinen Winkel zur Horizontalen. Ja? Das heißt, die Gegenkathete ist 0. Ne? Wir haben keine Höhe, sondern es geht jetzt um diesen Stab hier unten. Sinus Alpha ist also 0. Und Cosinus Alpha ist damit 1. Ja? Für 0 Grad gilt das. Gut, das heißt, wenn wir jetzt einsetzen, wir gucken nochmal, wo ist diese Grundgleichung, da ist sie. Das heißt, wir füllen hier Cosinus Alpha mit 1 und Sinus Alpha mit 0. Das heißt 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Das ist dann unsere Transformationsmatrix transponiert. Das sehen wir auch hier. Das sind die Einsen sind überall da, wo der Cosinus Alpha steht. Sowohl für die Transformationsmatrix als auch für die Transponierte der Transformationsmatrix gilt das. Und jetzt wird wieder multipliziert. Also fangen wir an wieder mit der Multiplikation von diesem mit dem. Ja, das ist das Erste, was wir multiplizieren. Das Ergebnis sehen wir hier und dann wird im nächsten Schritt wird das hier multipliziert mit dem Ergebnis der ersten Multiplikation. Und wir bekommen diese globale Elementsteifigkeitsbeziehung. Dann multiplizieren wir die 0,25 rein und haben dieses Ergebnis. Okay, dann machen wir genau das gleiche wie bei dem Beispiel zuvor. Wir müssen natürlich noch das Ganze einsetzen in unsere Beziehung f gleich k mal u, dann kommt dieses Ergebnis bei rum. Und jetzt fügen wir das, was wir hier rausbekommen haben, in die Steifigkeitsmatrix, die wir aus Element 1 hatten, ein. Also wir müssen natürlich erstmal wieder das abschreiben hier. Durch A. So, und jetzt schreiben wir im Prinzip erstmal das, was wir hier rausbekommen haben. Das hier. Das schreiben wir erstmal ab. Ja, und ergänzen das um die Werte, die hier dazukommen durch diese Matrix. Ja. Wo muss ich die jetzt eintragen? Der Stab 2. Wir könnten gucken nochmal in die Aufgabenstellung. Der Stab 2. Stab 2 liegt an den globalen Koordinaten 2 und 3. Also müssen wir das unten rechts eintragen in die Matrix. Ja, wir tragen das unten rechts in die Matrix ein. Wo waren wir? Hier ist es. Das heißt, die ersten beiden Zeilen verändern sich nicht. Ja, also 0,256, 0,122 und so weiter. Das bleibt stehen.
Auch die zweite Zeile, FY1 ändert sich nicht. Ja. Auch die ersten beiden Spalten bleiben ja gleich, dann schreiben wir die mal als nächstes hin. Und hier werden die Werte jetzt eingetragen. Ja, ich mache jetzt mal die Werte, die sich verändern durch die 0,25 und minus 0,25 und so weiter. Die mache ich mal andersfarbig. Die ganzen Nullen, die ich drauf addiere, die mache ich nicht andersfarbig. Also wir kriegen hier 0,506. Wir haben hier minus 0,25. Ne? Davor ist eine 0, danach ist auch eine 0. Es kommt also nichts drauf, da bleibt der alte Wert stehen, die 0,192, die wir gerade hatten. Hier bleibt die 0. Darunter sind nur Nullen, die wir drauf addieren, also die Werte bleiben auch alle erhalten. Danach kommt vorne wieder minus 0,25, das kommt dazu. Und die 0,25 kommt hier dazu. Und der Rest bleibt so, wie es beim ersten Mal war. Also nur Nullen hier. Okay, dann müssen wir hinten noch die Verschiebung dran packen. 1, V1, U2, V2, U3, V3. Okay, das war jetzt die Steifigkeitsmatrix in Folge Element 1 und 2. Jetzt kommt natürlich noch der Stab 3 dazu. Beim Stab 3 nehmen wir auch wieder als erstes die lokale Elementsteifigkeitsmatrix. Gucken wir nochmal nach. Das war das hier. Das war unsere lokale Elementsteifigkeitsmatrix. Gucken wir auch schon mal direkt, welche Knoten denn hier für unseren Stab 3 in Frage kommen. Unser Element 3 liegt am globalen Knoten 1 und globalen Knoten 3. Ja, also das sind die beiden globalen Knoten, die wir jetzt haben. Also 1 und 3. Gut, dann können wir direkt überlegen, wie ist hier der Winkel? Alpha ist hier 90 Grad, das heißt, Cosinus Alpha ist 0 und Sinus Alpha ist 1. Also ist das genau umgekehrt zu dem Stab 2. Jetzt haben wir überall da, wo Cosinus steht, eine 0 und wo Sinus steht, eine 1. Beim Stab 3. Ja, deswegen haben wir hier diese Werte. Ne, hier und da steht der Sinus und genauso hier. Gut, jetzt wird wieder einfach multipliziert. Wir multiplizieren erstmal die lokale Elementsteifigkeitsmatrix mit t und das Ergebnis mit der transponierten von t. Und wir bekommen raus, k3 ist das. Ja? Dann wissen wir auf jeden Fall wieder f gleich k mal u, also Kraft gleich Steifigkeit mal Verschiebung. Ja? Das ist bekannt. So, und jetzt müssen wir das in unsere Steifigkeitsmatrix, die wir aus den ersten beiden Elementen haben, noch einfügen. Ja? Wo fügen wir das ein? Wir haben Globalknoten 1 und 3. Ich mache mal Folgendes. Ich mache mal hier so 4 Bereiche drum. Nummerieren wir die durch. Und dann schreiben wir gleich auf, wo das eingefügt wird. Ja, also hier ist eine 1, hier die 2, da die 3 und da die 4. Okay, das erste, wir schreiben jetzt erstmal im Wesentlichen von diesem ab hier, ja? Und ergänzen dann halt das, was jetzt noch dazu kommt. Ja? Das heißt, erstmal wieder fx1, fy1, fx2, y2. fx3, y3 ist gleich e
a durch klein a. So, und jetzt kommt dieser erste Teil direkt hier oben in die Ecke. 0, 0, 0, 1. Das heißt, es verändert sich ja nur der eine Wert, die restlichen bleiben gleich. Also hier bleibt 0,256, hier 0,192 und hier die 0,192. Dafür kommt hier jetzt 1 drauf und damit habe ich 1,144. Ja, ich umrahme das auch einmal hier. Da ist also das erste dazu gekommen. Die nächsten beiden, die können wir erstmal so abschreiben. Da kommt nichts dazu. So, das zweite, das fügen wir jetzt hier oben in die Ecke ein. Die Nullen bleiben. Es verändert sich hier nur dieser Wert. Der wird zu minus 1. Ja. Das war also das, was wir hier mit 2 oben bezeichnet haben. Die mittleren beiden Zeilen, die bleiben gleich. Da ändert sich nichts. Das können wir also abschreiben. So, jetzt fügen wir wieder das dritte hier unten in die Ecke ein. Wieder viele Nullen und hier unten einmal die minus 1. Ja, das war, wie gesagt, das, was wir hier mit 3 bezeichnet haben. So, dann das können wir erstmal wieder abschreiben hier in der Mitte, diesen Bereich. Und jetzt fügen wir 4 hier unten in die Ecke ein. Ändert sich hier wieder erstmal nichts, weil da ganz viele Nullen stehen und nur der Wert hier unten in der Ecke, der wird zu 1. Und das hier, das ist das, was wir mit 4 oben bezeichnet haben. Okay, dann kommt da hinten noch U1, V1, U2, V2, U3, V3. Okay, das ist jetzt die Elementsteifigkeitsmatrix. Die Steifigkeitsmatrix in Folge der Elemente 1 bis 3 und die wird dann Gesamtsteifigkeitsmatrix bezeichnet. Also die Summe aus allen Einzelelementsteifigkeitsmatrizen ist die Gesamtsteifigkeitsmatrix. Nochmal, warum haben wir die an diesen Stellen eingetragen? Das lag daran, dass wir einmal Knoten 1, den globalen Knoten 1 und den globalen Knoten 3 hatten. Diese beiden Zeilen in der Mitte und die beiden Spalten in der Mitte, die sind für den globalen Knoten 2 und die globalen Kräfte 2. Ja? Deswegen kommt da nichts dazu, nur in den äußeren Ecken, wo die globalen Knoten 1 und 3 da sind. So, das war jetzt ein großer Aufgabenteil, den wir jetzt schon erledigt haben, auch wenn wir wieder, also von den Aufgaben, die wir am Anfang gestellt bekommen haben, die Knotenverschiebung, die Auflagekräfte und die Stabkräfte zu berechnen, haben wir zwar noch nichts erledigt, aber wir brauchen genau diese Steifigkeitsmatrix für diese Berechnung. Und das war eigentlich so der größte Aufwand hier für dieses Beispiel. Also das Aufstellen der Gesamtsteifigkeitsmatrix. Ich wiederhole nochmal ganz kurz, was wir hier gemacht haben, damit Sie einmal den Überblick nicht verlieren. Ja? Was wir als erstes machen, ist, wir stellen hier am Anfang die lokalen Elementsteifigkeitsmatrizen auf. Ja? Formel hatten Sie in der Vorlesung hergeleitet, war relativ einfach, gucken Sie sich sonst noch mal eben an. Ja? Haben einfach nur in die Formel eingesetzt und haben hier die lokalen Elementsteifigkeitsmatrizen, also wie ich von einer Verschiebung in eine Kraft umrechnen kann für einen einzelnen Fachwerkstab. Das Ganze, was danach kommt, ist einfach nur die Überlegung, wie kann ich jetzt mit einer globalen Verschiebung eine globale Kraft ausrechnen, wenn ich nur lokale Steifigkeitsmatrix habe? Und deswegen brauche ich eine Transformationsmatrix, einmal für die Kräfte und eine Transformationsmatrix für die Verschiebung. Und wir haben herausgefunden, dass die Transformationsmatrix für die Kräfte die transponierte ist von der Verschiebung.
Und deswegen werden diese lokalen Steifigkeitsmatrizen, die wir hier haben, umgerechnet in die mit den Transformationsmatrizen in die globalen Steifigkeitsmatrizen. Das ist immer hier passiert. Das war diese Doppel Matrix-Multiplikation. Also einmal erstmal mit der Transformationsmatrix und dann noch mit der transponierten der Transformationsmatrix. Und dann haben wir hier immer unsere Steifigkeitsmatrix rausgekriegt. Ja? Wobei wir immer EA durch A ausgeklammert haben. Und dann haben wir diese ganzen Elementsteifigkeitsmatrizen, die wir bekommen haben, diese drei, zusammengefügt in eine Gesamtsteifigkeitsmatrix. Ja, das, was ich vielleicht auch noch erwähnen möchte, ist nochmal das mit der Transformationsmatrix, wie man die erstellt. Es ist ja wirklich immer die gleiche Formel. Also wir haben immer nur Cosinus, Sinus, Alpha drin und immer Nullen dabei. Und wir müssen also einfach nur gucken zur Horizontalen, wie ist da der Winkel Alpha und rechne damit Cosinus und Sinus auf. Und wenn ich eine Waagerechte habe, habe ich halt nur Cosinus Alpha gleich 1, Sinus Alpha 0. Wenn ich eine Senkrechte habe, Cosinus Alpha 0, Sinus Alpha gleich 1. Und wie gesagt, wenn Sie dann die drei Elementsteifigkeitsmatrizen einfach zusammen addieren, bekommen Sie am Ende die Gesamtsteifigkeitsmatrix für das globale Koordinatensystem. Und Sie können jetzt globale Verschiebungen reinpacken und bekommen globale Kräfte. Genauso kann ich auch mit globalen Kräften, die ich habe, auch globale Verschiebungen ermitteln.